Schwedens neuer Ministerpräsident heißt Ulf Kristersson. Mit 176 zu 173 Stimmen ist der Vorsitzende der Partei Die Moderaten vom Parlament in Stockholm in sein neues Amt gewählt worden. In der vergangenen Woche hatten drei schwedische Parteien aus dem liberalen und rechten Lager die Bildung einer Minderheitsregierung bekannt gegeben. Die Koalition ist auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten angewiesen, die bei der Parlamentswahl vor einem Monat zweitstärkste politische Kraft in Schweden geworden sind.